Havanna Club Verde, ist das noch ein Rum? Sie Lords und Sie Ladies, Havanna Club Verde ist kein Rum. Wieso? Weil steht hier drauf, nur 35% Volumen Alkohol enthalten sind. Nach der europäischen Norm ist das kein Rum, sondern eine aromatisierte Spirituose. So, laut Hersteller ist das gute Zeug hier mit Zitrone, Rosmarin, Oregano aromatisiert und wird noch abgerundet mit einem Hauch kubanischen Honigs. Da bin ich mal gespannt, wie der schmecken wird. Tastingglas. So. Also, wer von euch schon mal so ein Martini, also nicht den James Bond Martini, sondern diese ja, weinhaltige Spirituose getrunken hat, der wird da so leichte Ähnlichkeiten drin erkennen, aber doch so, je mehr ich schnupper, desto mehr geht das in die Rumrichtung. So, jetzt schauen wir mal hier. Also so ganz weiß ist er nicht. Ich weiß nicht, ob man das sieht, so ein bisschen. Ich hätte beinahe gesagt, sogar boah, grünlich-gelblich. Ja, also riecht nach, je mehr ich da reinrüssel, nach einem Havanna Club. Und halt mit so ein bisschen boah, Zitrone, Rosmarin, Oregano würde ich jetzt nicht rausriechen. Bisschen süßlich, das wird wohl der Honig sein. Freunde, ich probiere ihn mal. Oh. Also ist das erste Mal, dass ich den probiere. Aber tatsächlich, also kommt seinem großen Bruder jetzt doch etwas näher. Hat so leicht, wenn man mal genau hinschmeckt, so holzige, vanillige Noten. Aber diese ganzen Botanicals heißt das ja. Kommen ja auch ganz gut durch. Ja, so ein bisschen süßlich, herb, schöne Kombination. Schön ausgewogen, wie ich finde. So ein bisschen frisch halt. Es muss ein junger Rum sein. Es ist ein weißer Rum offensichtlich. Der dann etwas, man sagt, mazeriert. Also mit Kräutern versetzt, ein bisschen liegen gelassen wird. Und dann werden sich dort schon die Aromaöle lösen. Das ist hier ganz gut gelungen, Freunde. Würde ich mal sagen. So. Und im nächsten Video beschäftigen wir uns damit, was man mit diesem tollen Rum hier machen kann. Womit können wir ihn mischen? Wie trinken wir den am besten? Also, bleibt dran. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Oder abonniert, wenn ihr wissen wollt, wie die Story weitergeht. Danke und bis zum nächsten Rum.